NFTs, Kryptowährung, digitale Wallets. Das macht die Kunstwelt ganz nervös. NFTs sind digitale Echtheitszertifikate, die möglich machen, dass ein Video einem Besitzer zugeschrieben werden kann. Also zum einen jemandem, der es gemacht hat, und zum anderen der Person, die es besitzt. Das ist praktisch ein digitaler Vertrag, wenn man das simpel herunterbrechen kann. Und NFT kann alles sein, daran kann alles gekoppelt sein. Der Videokünstler Jan Hakon Eriksen wurde erst mit NFTs erfolgreich. Wenn ich früher ein Video in der Galerie zum Verkauf anbot, wollte es erstens niemand kaufen, weil niemand Videokunst sammelt. Und wenn ich doch mal Glück hatte, schickte ich ein Begleitschreiben dazu. Das ist das Kunstwerk von Jan Hakon Eriksen. Jetzt ist das Echtheitszertifikat direkt in den Code des Werks eingeschrieben. Ähnlich einem signierten PDF. Man sieht direkt, dass ich das Werk aus meinem NFT-Wallet oder Ethereum-Wallet gepostet habe. Also aus meiner digitalen Mappe, die zugleich meine Brieftasche ist. Und wenn der Käufer das Werk weiterverkauft, bekomme ich Lizenzgebühren. Das gab es in der Kunstwelt bisher nicht. Das ist nicht so lustig für Künstler, wenn sie sehen, dass ihre Werke bei Auktionen Millionen erzielen, aber sie selbst kriegen davon nichts ab. Der Künstler nutzt mehrere NFT-Plattformen. Er besitzt eine digitale Brieftasche, ein Wallet mit Kryptowährung. Wer ein Werk von ihm kaufen will, bezahlt mit Ethereum. Ich hatte zuvor keine Kryptowährung. Und ich war auch nicht an Kryptowährung interessiert. Aber plötzlich wirst du zu einer Kryptowährungsperson wegen der NFTs. Du bekommst ja alles in Kryptowährung und dann fängst du an, die Preise anzusehen, wie sie steigen und fallen. Und so im Moment, da ist es wirklich gut, aber vor Monaten war es echt schlecht. Und dann fragt man sich, wann soll ich es aus dem Wallet rausnehmen? Ja, solche Sachen eben. Alles hängt am Internet. Ich bin auf 4 verschiedenen Plattformen unterwegs. Da gibt es Foundation, die ich am häufigsten verwendet habe. Und dann habe ich angefangen, Known Origin und ab und zu mal Maker's Place auszuprobieren. Daneben gibt es noch eine eher experimentelle Plattform namens Hiketnunk. Hiketnunk veröffentlicht sogar eine Gebrauchsanweisung, wie man Schritt für Schritt sein Kunstwerk über NFT in die Plattform einbinden kann. Der Einstieg in den NFT-Handel ist niedrigschwellig, leicht und barrierefrei, damit jede und jeder am Krypto-Kunstmarkt teilhaben kann. Durch NFTs verdiene ich im Moment das meiste Geld. Davor war ich auf staatliche Zuschüsse angewiesen. Es gibt ein ziemlich gutes System hier in Norwegen mit Künstlerstipendien. Aber manchmal bekommt man jahrelang nichts. Also das hier ist solider. NFTs und Instagram funktionieren so gut zusammen, seit es den Trend gibt, Avatare als Profilbilder für Instagram-Accounts einzusetzen. Avatare, Profilbilder sind die neuen Statussymbole statt Sneakern, Handtaschen und teuren Hoodies im Internet, weil das die eigene Identität definiert. Bored Apes sprengen plötzlich den NFT-Markt. Also Comicbilder von gelangweilten Affen. Preis? Über 100.000 Dollar. Also Avatare sind plötzlich super populär durch NFTs geworden. Menschen sind dabei, digitale Identitäten zu entwickeln. Gucci, Louis Vuitton, was auch immer. Handtasche, Brandlogo auf dem Pulli, Sneakers, die die Community erkennt. All diese Statussymbole sind im Internet nicht mehr relevant, weil sie gar nicht sichtbar sind. So, was sind die neuen Statussymbole im digitalen Zeitalter, wenn wir uns ins Metaverse bewegen? Das ist das Profilbild. Je ausgefallener, desto besser. Celebrities wissen das schon lange.
Celebrities. Celebrity bezeichnet einen momentanen Daseinszustand. Celebrities werden durch ein Talent berühmt. Sport, Musik, Schauspielerei, Bücher schreiben oder stricken. Instagram-Celebrities sind famous for being famous. What? Berühmt fürs Berühmtsein? Mhm. Ist wohl auch ein Talent. Instagram mischt den NFT-Markt ziemlich auf. Es hat eine Verschiebung stattgefunden. Und im Jahr 2021 laufen auf den Plattformen und jetzt auch durch die neue Technologie NFTs so digitale Kunst und sagen wir mal Instagram-Kunst, wenn man es so nennen möchte, zusammen. Auf Instagram ist ja die Währung Likes und im NFT-Space ist die Währung tatsächlich Geld, sei es Kryptowährung oder Fiat, also Euro, Dollar. Ich glaube, das ist die große Revolution im Jahr 2021. Instagram ist im Prinzip das kostenlose Showcase des NFT-Marktes. Verhandelt und verkauft wird aber woanders. Die NFT-Community nutzt Twitter als Kommunikationskanal. Und da ist jetzt eben neu, dass tatsächlich der Middleman, also der Galerist und die Galeristin im Grunde wegfallen kann, nicht muss. Aber ja, es ist eigentlich erstaunlich, dass dieses bildgewaltige Medium Instagram, wo auch Videos in ganzer Länge gezeigt werden können, die dann als NFTs verkauft werden, dass das nicht das Medium der Wahl der NFT-Community ist, sondern Twitter. Die virtuelle Welt, das Metaverse, macht's möglich. Auf Instagram wird Kunst gezeigt, auf Twitter wird darüber diskutiert. Man redet sehr viel miteinander, tauscht sich sehr viel aus, hilft sich sehr viel, wie man sich in diesem doch sehr neuen Space bewegt. Man weist sich auf neue Plattformen hin. Das ist einfach sehr viel Austausch und Hilfestellung, die sich diese Community gibt, weil eben der Middleman wegfällt. Also Leute, die einem sonst an die Hand nehmen und führen und helfen, Feedback geben, das holt man sich jetzt eben in der Community. Und dafür braucht man ein Medium, das den Dialog sehr stark möglich macht. Und das ist Twitter. Twitter ist das Medium des Hashtags. Richtig gelabelt, steigert sich der Fame. Hashtag. Das Hashtag ist ein Sonderzeichen, das Doppelkreuz. Bekannt von Telefontastaturen und aus der Musik. Fiskis, Eiscis, Dis. Hashtag, Hash für Englisch Doppelkreuz und Taggen für Markieren. Das Hashtag ist ein digitales Etikett, ein Post-it. Du heftest ein trendiges Schlagwort an einen Post und du bekommst massig Likes. Ein Künstler wie Philipp Čustić schätzt die NFT-Technologie. Wer wie er vor allem digitale Kunst produziert, der profitiert davon. Denn Sammler digitaler Kunst sind natürlich auch online. Am Anfang habe ich gar nichts verstanden. Aber als ich kapiert habe, was NFTs eigentlich sind, da dachte ich, das ist die Antwort auf das Problem des Künstlers in der virtuellen Welt. Wer als Künstler arbeiten will, braucht Kunden oder arbeitet für ein Unternehmen. NFTs geben uns die Freiheit, nicht mehr so abhängig von einem Unternehmen zu sein, das ja auch den Rhythmus unserer Kreativität bestimmt. Ich kann jetzt ein echtes Porträt machen und ich poste es sofort als NFT. Wenn ich ein Publikum aufgebaut habe, kann ich komplett für meine Kunst leben. Ich denke, jeder Künstler kann sich so einfach auf seine Kreativität und seine Kunst konzentrieren und damit Geld verdienen. Es ist manchmal schwer, über Geld zu sprechen. Aber die Wirklichkeit ist, dass wir in einer kapitalistischen Welt leben. Geld ist die größte Erfindung, die wir geschaffen haben. NFT können Künstlerinnen und Künstler finanziell unabhängiger machen. Ohne Instagram-Präsenz geht es aber nicht. Ich glaube, Instagram und soziale Netzwerke grundsätzlich sind sehr toxisch. Ja, sie sind sehr toxisch. Man kann sie auf eine gute oder auf eine schlechte Art und Weise verwenden. Am Ende ist das kompliziert, glaube ich, weil sie schon so angelegt sind, dass sie deine Unsicherheiten verstärken und so. Ich weiß nicht. Ich habe mich entschieden, das Spiel mitzuspielen. Und
Manchmal habe ich mir selbst gesagt, ich will aufhören, dieses Spiel zu spielen, aber am Ende bin ich immer noch da, weil ich leidenschaftlich gern kreativ bin. Ich weiß, wenn ich meine Kreativität weiterhin so ausleben will, muss ich das Spiel mitspielen. I have to play this game.